Ja, wollen wir euch die Pflänzchen mal zeigen, wie sie heute ausschauen, bevor es für mich für eine Woche fortgeht. Ne? Mal schauen, wie sie nachher aussehen. Also Gurken, ganz mies. Die eine habe ich schon weggeschmissen. Aber ich glaube, da war ich selber selten dämlich gewesen. Ne? Ich wollte die Gürkchen nämlich stützen. Und zwar hier mit solchen... Wo haben wir sie? Da sind sie, hier mit solchen Bambusdingern da, ne? Hatte ich reingesteckt gehabt. Ja, jetzt scheinen die aber irgendwie lackiert zu sein. Schon vorhergehende Pflanzen sind damit irgendwie immer eingegangen. Also die Dinger werde ich nicht mehr benutzen. Und ich glaube, das könnte jetzt der Grund gewesen sein, wieso das Gürkchen auch fast stirbt. Ne? Also ich habe die rausgezogen, jetzt werden sie wieder etwas besser. Solange die Dinger drin gesteckt gewesen sind, ist es immer schlechter und schlechter und schlechter geworden. Na, mal schauen, wie es nach einer Woche ausschaut. Vielleicht retten sie sich ja. Ja, meine große Tomatenpflanze ist leider auch abgebrochen. War ich mal kurzzeitig unvorsichtig gewesen. Den obersten Trieb habe ich dann in Wasser mal eine Woche reingestellt, sodass wieder Wurzeln gekommen sind. Tja, mal schauen, ob die sich auch noch rettet. Keine Ahnung. Ja, dafür sehen aber die anderen zwei Tomatenpflanzen ziemlich gut aus. Also da kann ich wirklich nicht meckern. Ne? Die kleinen Pflänzchen kennt ihr noch, die hier drin gewesen sind. Ja, die ergänzen sich auch wunderbar. Die stützen sich gegenseitig. Ne? Ich muss hier hinten nur kleine Stäbe reinstöpseln. Mhm. Ja, aber mal schauen. Blüten sind auch schon dran. Mal gucken, wie die Tomaten dann sind. Ja, und das hier, ups, wo ich noch nicht so ganz wusste, was es ist. Wisst ihr, wie das jetzt aussieht? Möhrchen, ja, ne? Ja, habe ich natürlich einen etwas zu kleinen Topf dafür genommen. Mal schauen, ob ich die rausnehme und mal versuche zu essen. Ja, das waren die Pflanzen und bei dieser hier, naja, ich habe sie etwas entlichtet, ne? Der Stamm sieht immer noch so aus. Ja, also so außergewöhnlich ist da jetzt noch nichts dran gewachsen. Keine Superbuds oder sowas. Ja, naja, gucken wir mal, wie das noch wird.